Hallo, ich heiße Katrin Keller und heute werde ich euch mein 5-jähriges Pferd vorstellen. Und wir werden heute das erste Mal rausgehen. Wie man sieht, es ist sehr, sehr schöner Sonnenschein. Und mal schauen, was er heute sagt mit den ganzen Sprüngen und auf dem Dressurplatz draußen. Und ja, ich bin gespannt. Mein 5-jähriger heißt Supertramp. Das ist ein Nachkomme von Sir Heinrich. Sammy, würde ich sagen, ist ein sehr lebensfrohes Pferd. Er ist jetzt im Moment wirklich in einer Phase, wo er sehr viel Kraft bekommt und sehr guter Dinge ist. Deswegen, wie gesagt, bin ich gespannt, was er heute auch draußen sagt, weil er eben auch manchmal testet, was so, wie ich das so finde, was er macht. An Weibel geht's gut und es ist wirklich ein außergewöhnliches Pferd und ich bin sehr, sehr froh, dass ich den reiten darf. Wenn wir hier jetzt zu Anfang arbeiten und die fangen hier jetzt noch ein bisschen an zu springen auf dem Platz mit. Aber das ist das, was wir eigentlich mit unseren Pferden arbeiten. Und was wir auch trainieren, dass sie möglichst viele Situationen und viele Abläufe hier verstehen. Schön der Übergang eben zur Galoppade. Und wenn er mit diesem großen, lässigen Galoppsprung hier sich so nach vorne entfaltet, ganz bestens. Gut. Nimmst einmal wieder den Übergang, machst einmal Handwechsel dabei. Ja, richtig, da wieder so locker nach vorne hin. Hast gutes Gefühl so mit ihm? Konzentriert er sich schon? Ja, schön. Nutz einmal so ein bisschen diese Gegebenheiten hier jetzt mit den Hindernissen. Kannst ihn noch einen kleinen Tick verkürzen und kommst einmal so ein bisschen mehr rum. Und nutzt so ein Hindernis aus, um da diese Stellung und Biegung auch so ein bisschen mehr zu erarbeiten, so fürs Pferd. Kadi sagte mir gerade eben über das Seacoach hier zurück, dass sie gerne noch ein, zwei Mal nach vorne reiten möchte, um noch so ein bisschen den Zug nach vorn so zu erhalten. Wenn das Pferd sich jetzt so hier draußen bewegt, so macht das sehr, sehr gut. Und wenn du dann das Gefühl kriegst, dass du so ein bisschen mehr anfährst in Richtung Versammlung, dann können wir das hier ja machen, um so ein paar Sprünge rumzuarbeiten. Ist gut, sonst machst du dasselbe auf der linken Hand noch einmal. Jetzt nimmst du diese herrliche Galoppade, kannst dir so einen kleinen Tick mehr schließen, dann nimmst du ein bisschen zurück und dann arbeitest hier einfach mal so um ein, zwei Hindernisse rum. Kleinen Tick mehr zurück noch, kleinen Tick mehr zurück, gut. Noch ein bisschen, fraß einmal an, ob er sich noch ein bisschen mehr halten möchte im Hinterbein. So weit, wie wir es schon kriegen können. Jede halbe Parade, die du so mit dem Pferd erarbeitest, nimmt da eigentlich so ein bisschen mehr Tragkraft auf und kommt dir noch ein klein wenig mehr vorne so nach oben entgegen. Da wieder. So, da erarbeitest du das, dass er noch einen kleinen Tick kürzer wird. Fraß das immer mal wieder an, wie weit er schon heute bereit ist, da so die Last aufzunehmen. Einmal auf der anderen Hand und dann machst du in der Galoppade einen zwei Runden Außengalopp. Dann hat er ja schon ganz bestens was gemacht. Das ist übrigens unser tägliches Outfit mit frisch gewaschenen weißen Bandagen und einer schneeweißen Schabracke hier. So reiten wir immer.